muss noch mal sehen, was hier passiert. Welche Werte schreibt er hier rein? Funktionieren. Ich kann nur sagen, hier, sowas kann ich sagen, und dann kommt da entsprechend 012 raus, ne? Ne? Der macht jetzt hier 100. Port 1 kommt, warte mal, doch. Ne, 100, ja. 111 ist einfach nur 0 und 1. Was passiert, wenn ich hier 2 reinschreibe? Ne, der geht nur bis 100, der geht nur an oder aus. Also ist das wirklich das falsche Teil, definitiv. Mich stört, dass ich hier 3 Inputs habe und diesen Countdown auch irgendwie hier absynchronisieren muss. Das heißt, ich brauche ja mindestens einen hier, der sagt, zähle, und dann bei jedem Durchgang muss er mir das hier rausschmeißen. Das ist ja noch eine Möglichkeit. Dann brauche ich einen von denen, oder zwei von denen, damit ich die RGB-Values über die P-Dinger hier rein werfen kann. Warum kann ich das Ding nicht bewegen? Das waren ja grün und blau. Das wären grün und blau. Das hier wäre rot. Aber ich muss trotzdem den Puls an beide schicken. Ne? Ja gut, kann ich. Natürlich kann ich das. Ich kann die hier zusammenschalten. Käme der Puls. Da kommen hier rot und der Puls, und hier kommen grün und blau und der Puls. Aber das käme ja hier dann auch an. Über P könnte ich dann noch den Puls schicken. Vielleicht ist das die. Weil der braucht rot und den Puls, der braucht grün und blau. Aber der hat keinen P mehr frei. Weil ich das hier über die Ps rausschicken muss. Würde ich jetzt gerne über den hier machen. Aber geht ja nicht, ich habe ja keinen Platz.
So, Signal, alles. Drei Farben und Puls. X2 geht hier rein. Warum so kompliziert? Ich kann doch den X0 hier nehmen. Theoretisch. X0. Ich den X3 hier wieder nicht. Oh. So rum. Und ganz theoretisch könnte ich jetzt auch noch den Weg gehen, von X1 hier nach X0 und von X3 nach X0. Also da haben wir nämlich die Nuller, das sind dann die Inputs, und der hier ist der Nuller, der Input, 1 ist Output, 2 ist Output. So. Speichern bitte. Halbe Stunde geht das Video schon, so eine Scheiße. Ja gut, das waren jetzt die Research-Sachen von RAM und so. Und ich befürchte mal, dass ich hier die beiden großen auch brauche und hier nur den kleinen. X0, X1, X3. Hier brauche ich echt nur den X-Input. 0, 1, 2. Ich glaube, hier ist ein bisschen mehr Logik. Also zumindest bei dem, glaube ich, brauche ich ein bisschen mehr Logik. Aber der Anfang ist definitiv lesen. Wenn kleiner als 0. Ja, x0. Wenn kleiner als 0, dann mach nicht. Genau. Und hier den Loop. So, hier kann ich auf den Dingens sleepen. X0. Dann prüfe, ob das kleiner 0 ist. Wenn, dann mach nichts. Ansonsten. Ansonsten lest das Paket in der Reihenfolge ein, wie es kommt. Das Problem ist, dann ist es nämlich wieder weg. Ich kann das beides über einen Bus schicken. Weil die brauchen die Werte ja trotzdem alle. So, der darf dann den dritten nur nehmen. Der darf nur den ersten nehmen und der muss den ersten ignorieren. Ja. So, move X0 nach X1. Na, sleep. Huch, Caps Lock ist an. So, 1, 2, 3, 4. Und dann laufen wir wieder nach oben und sleepen. Bis wir hier irgendwas was kriegen, was mindestens 0 ist. Hier passiert noch nichts. Achso, der Part is not sleeping. Okay, dann hat das nicht funktioniert. Okay, und der received jetzt nicht. Aber den Sleep kann ich auch nicht an den Anfang packen.
Komm, ich nenne es jetzt einfach mal E. Sleep 1. So, der geht jetzt nicht weiter, weil blockt. Genau. Also, wir müssen dann lesen. Sleep X auf X0. Der genauso. Move X0 nach P1, es ist rot. Den ignorieren wir, den ignorieren wir. Move X0 nach Ack. Dann machen wir den Loop. Dann gucken wir, ist größer. Test equal arc 0. Wir werden größer, arc größer 0. Sub 1, Jump L, das ist der generelle Loop. Jetzt müssen wir prüfen, ob hier irgendwie doch noch ein X0 kommt. Greater than X0 auf minus 1. Nee. Irgendwas fehlt. Ich habe nicht genug Platz. Vielleicht zwei von den großen Babys hier rein boxieren. Ja, wenn das nur an und aus wäre, also wenn es reine RGB wäre, das wäre aber die Intensität muss auch gemacht werden. Und mein Tageslicht schwindet. Das heißt, mein blaues Licht da ist jetzt heller als das, was da reinkommt. Muss ich gleich mal irgendwie hier Licht umändern und gucken. Ich würde fast sagen, das schreit auch nach einer Pause auf jeden Fall. Ja, Kopf klären. Ich glaube, der Teil ist erstmal in Ordnung. Ne, wir lesen, schreiben die vier Werte rüber und gucken dann. Aber hier ist der Hund begraben. Und passt hier noch ein zweiter hin? Ja. Das heißt, hier könnte man sogar noch... Da, warte mal, hier ist nämlich das Signal. So. Also den Platz hätten wir. Dann müssen wir hier die komplizierte Logik machen und hier nur für Blau. Weil wir müssen halt einmal den Loop machen, dass der anbleibt, dass der immer den Wert schickt. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass der, wenn der Akt 0 ist, soweit waren wir ja schon, wir schreiben, ne, meinetwegen, wenn jetzt hier mit 4 kommt, wir müssen die 4 reinschreiben, dann muss es einen Loop geben. 3, 2, 1, 0 und dann darf nur 0 geschickt werden. Weil eigentlich müsste ich auch hier sagen, Move P0, 0, P1, 0.
dann kommt diese ganze Logik. Oder mache ich das in drei kleinen Controllern? 15 versus 9 Dollar. Vielleicht muss ich dann einfach weniger Werte zusammenkramen. Ne? Na, aber da muss ich immer noch den... Was war das? Ich glaube, da hat sich meine Kamera gerade verabschiedet. Hallo? Bin ich wieder da? Deaktivieren. Aktivieren. Da bin ich wieder. Cool. Aber irgendwie ruckelt es auch gerade. Ich glaube, mit meinem WLAN oder irgendwas mit dem Internet. Weil Kamera ist per WLAN hier dran und nicht per Kabel. Das ist super. Das muss ich jetzt mal investigieren. Ich muss jetzt sowieso nachdenken, ob das nicht auch vielleicht eine total doofe Lösung ist. Zumindest haben wir hier ein bisschen mehr Platz mit den Sachen. Weil diese Notches, die stören tatsächlich. Ne, dann muss ich mir das mal irgendwie zu Ende denken hier. Ne, so und dann so. Und dann muss hier irgendwie Magic passieren, damit wir runterzählen und das alles mit Ifs und Thens und Else ist. Irgendwie so. Und das sind dann 3, 6, 9, 12 Yuan. Ich weiß gar nicht, wofür ich die 14 Yuan habe ich gebraucht. Mit 24 Zeilen an Code. Nun ja, das und mehr hoffentlich sehen wir im nächsten Video. Ich befürchte mal nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.